Herr Pfarrer Hartl, stiller Tag, Achtsamkeitswochenende, Oasentage. Das sind Stichworte aus Ihrem neuen Programm hier im Exerzitienhaus in Leitershofen. Warum würden Sie sagen, kommen diese Angebote vielleicht genau zur richtigen Zeit? Wir sind sensibler geworden, denn vieles, was vorher irgendwie selbstverständlich war, unsere Gesundheit, dass wir arbeiten können, dass wir uns überhaupt treffen können, das ist nicht mehr selbstverständlich. Und das führt jetzt bei den einen zu einer großen Verunsicherung, bei manchen sogar zu einer depressiven Grundstimmung und bei den anderen zu einer größeren Dankbarkeit, wenn es denn möglich ist, dass man sich trifft. Menschen wollen in dieser Zeit, glaube ich, wirklich auch reflektieren und dem nachspüren, was macht das eigentlich mit mir? Wir hatten zum Beispiel jetzt zur Jahreswende Exerzitientage, wo genau das zum Thema wurde, dass Menschen gesagt haben, jetzt, wo so vieles in Unordnung geraten ist, bin ich dankbar, dass hier meine Seele wieder ein Stück Ruhe und Ordnung findet. Wie weiß ich denn aber nun, welches Angebot für mich das Richtige ist? Das Programm ist sehr umfangreich und immer wieder tauchen auch die Exerzitien auf. Wie finde ich genau mein Angebot? Also zunächst würde ich empfehlen, wenn jemand unsicher ist, soll er einfach anrufen und wird dann bei uns auch beraten. Aber Sie sagen es ganz richtig, im Exerzitienhaus gibt es natürlich als klassische Form die Exerzitien, so wie Ignatius von Loyola die erdacht hat. Das heißt, es ist eine Zeit des Schweigens mit individueller Begleitung und mehreren Schriftbetrachtungen jeden Tag. Dann haben wir als zweites Format die Exerzitientage. Das ist eine kürzere Zeit, das sind auch mehr Gemeinschaftselemente, das sind Impulse. Das heißt, es ist für Einsteiger vielleicht eine geeignetere Weise. Dann haben wir geistliche Tage, wo bestimmte Themen anstehen, zum Beispiel geistliche Tage in der Kar- und Osterzeit. Ganz neu im Programm ist die 24-Stunden-Auszeit für Menschen zwischen 30 und 45 Jahren. Warum genau diese Zielgruppe und wie muss man sich diese 24-Stunden-Auszeit vorstellen? Nicht nur ich habe im vergangenen Herbst hier neu begonnen, sondern auch eine ganz liebenswürdige Mitarbeiterin, Frau Dr. Daniela Kaschke. Sie nennt dieses Format 24 Stunden in der Rush-Hour des Lebens. Sie selber steckt in dieser Zeitspanne zwischen 30 und 45, wo es darum geht, der Familie gerecht zu werden, der Arbeit gerecht zu werden, im Freundeskreis und da einmal zur Ruhe zu kommen. Sie nimmt für die erste 24-Stunden-Zeit einen Songtext als Grundlage, wo es darum geht, was in meinem Leben aufleuchten kann, an innerem Reichtum, an Ressourcen, was mir meine Träume sagen. In der zweiten 24-Stunden-Zeit geht es darum, dass man noch einmal schaut, was wird mir geschenkt durch die Blicke anderer und wie schaue ich auf andere. Gesehen werden wird das Thema sein. Welche Rolle spielt da die Gemeinschaft oder geht es bei so Dingen wie Auszeit immer nur um mich selbst? Also vom Format ist es so, dass man gemeinsam natürlich beginnt und man geht dann in die Stille auch, wo jeder für sich ist, aber es gibt auch den Austausch mit den anderen, es gibt auch den Impuls, wo man zusammenkommt, es gibt die Begleitung des Einzelnen. Insofern würde ich sagen, es ist ein Wechselprogramm und jeder muss natürlich immer dem nachspüren, was für ihn, was für sie jetzt besonders wertvoll ist. Vielen Dank. Sehr gerne und allen, die nach so einer Auszeit sich sehnen, ein herzliches Willkommen bei uns.